Josen Matrosen, euer Re hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Re-Talk Time Podcast. Re-Talk Time Podcast. Heute mit Sven das Schaf. Schön, dass du da bist. Servus, danke, dass ich da sein darf. Ja, ich habe mir überlegt, ich schau, vielleicht machen wir das so alle 4 bis 6 Wochen mal oder so, weil das letzte Mal waren es 8. Es sind jetzt 8 Monate vom. Ja, glaub schon, 8 Monate. Seit dem letzten Mal. Und so 4 bis 6 Wochen. Ich habe ja meinen Podcast früher wöchentlich gemacht, aber das ist für mich irgendwann auch zu viel Arbeit einfach. Ganz ehrlich, Leute zu suchen, einzuladen, bla bla bla, dann noch das Video für samstags machen. Heute wird auch, nachdem er gegangen ist, um 11 kommt ein Kumpel und wir recorden einen Track zusammen und überhaupt und ja. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Deswegen so, ich denke mal so alle 4 bis 6 Wochen machen wir so eine Folge, wo ihr dann Fragen stellen könnt. Also ihr könnt gerne in dieser Folge für das nächste Mal dann, wenn ihr Fragen habt oder Themen, ne, die wir ansprechen sollen, dann hier unter die, in die Kommentare, ne? Nicht nur Gaming. Muss nicht nur Gaming sein, genau. So, genau, ich habe auf Facebook und Instagram aufgerufen. Ich weiß nicht, ob wir alle Fragen schaffen, aber die, die wir nicht schaffen, die gehe ich später auch nochmal durch und beantworte sie per Hand nochmal, ne? Soll niemand zu kurz kommen. So, ach so, eine kleine Runde Met gönnen wir uns, natürlich. Aber vor allem, also zumindest für mich nicht so viel, weil ich muss ja, wie gesagt, später noch musiktechnisch hier startklar sein und Kinder, Alkohol ist scheiße, ne? Das ist echt nur, dieses Met ist alle paar Wochen, Monate mal gibt's ein Gläschen als Genussmittel und mehr nicht, ne? Also auf keinen Fall Alkohol missbrauchen hier. Und bei mir seit 8 Monaten. Auch? Das letzte Mal mit mir? Ja, ja, das letzte Mal mit dir. Da siehst du mal. Gut, wir fangen an. Erste Frage von Tobias Friebe. Sven, wer ist dein Lieblings-Anime-Charakter? Wie schon gesagt, Madara Uchiha, beziehungsweise Obito. Mhm. Aus Naruto natürlich. Und warum? Wegen seiner Geschichte. Was ist denn seine Geschichte? Er versucht halt die Welt in eine Welt zu schaffen, wo es halt nur Träume gibt. Mhm. Und ja, bisschen schwer zu erklären, wenn man Naruto nicht angeguckt hat, aber Madara versucht halt eigentlich wirklich eine Welt zu schaffen, die nur aus dem Positiven besteht. Mhm. Und nur aus dem Schönen. Und kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, keinen Hass mehr und so. Und er versucht ständig zu schlafen. So ungefähr. Achso, ungefähr. Skol. Ah, Skol. Auf euch. Hm. Oh, ist der gut. Das war der günstigste. Ich weiß, aber der ist gut. Ist mir scheißegal. Gut. Frage von Tobias an mich. Ree, was ist deine Lieblingspizza? Hawaii. Also mit Ananas. Und Sucuk. Ich sag immer dazu, wenn es geht, Sucuk mit drauf. Aber doch nicht Ananas. Ananas, der Jim. Oh. Ja. Chris Lee. Oder Lai? Lee? Ich denke mal, das ist an den Sven gerichtet. In naher Zukunft auch eine PS5 geplant? Nein. Ne? Nein. Warum? Weil die PS4 vollkommen reicht und ich sie immer noch sehr wertschätze und auch liebe. Und die 5, die würdest du nur geschenkt nehmen? Nein, um Himmels Willen. Nein. Mal schauen, ich kenne da ein paar Jungs. So, ne? So, bitte nicht. Ich bin zufrieden mit meiner PS4. Okay. Na, dann passt doch. Der Steven aus Hamburg. Oh. Auch schon auf, das ist der Kollege im Rollstuhl. Ich glaube schon. Ich weiß es. Ich sag's dir gerade. Ah. Ja. Ah. Ja, grüß dich. Grüß dich. An Sven und Ree, was ist euer Lieblings-YouTuber in egal ob Games oder Let's Plays? Oder allgemein, denke ich mal auch. Bei mir? Keyshow immer noch. Hallo? Ja, natürlich auch du. Hallo? Aber raus. Nein. Wer ist das? Wen meinst du? Keyshow. Kenn ich nicht. Wer ist das? Das ist ein Let's Player. Okay, was Let's Playt der so? Alles, was geht. Also von Spider-Man spielt er jetzt aktuell, von Modern Warfare bis hin zu, also wenn es Let's Play bezogen ist, wenn es halt retromäßig oder auch so, bist du es natürlich. Nein. Nein, ist wirklich so. Und was ist an dem so besonders? Keyshow, sein Humor. Ich mag seinen Humor. Also das, was ich nicht habe, hat er ganz viel. Genau.
Genau. Okay, cool. Bei mir ist es definitiv mit Abstand die Game Chasers. Weiß nicht, ob du die kennst, die Jungs. Ja, das sind noch die in Amerika, waren das die? Die Jungs aus Texas. Oder Texas. Das ist in Amerika, ja, stimmt ja. Schon. weil die einfach auch genau meinen Humor haben, diesen kindischen Fäkalhumor. Ja, die furzen und rülpsen mal immer wieder in ihren Folgen. Und das sind auch so Chaoten wie ich. Also 1:1 wie du auf amerikanisch. Ich glaube, ich würde da ganz gut reinpassen. So, weil wenn ich als Amerikaner unterwegs bin mit Amis, so, dann bin ich auch wieder ein anderer Mensch als so meine deutsche Persönlichkeit. So, meine amerikanische Persönlichkeit ist doch anders. Ja, wieder. Also dann passt du genau da rein. Weiß ich nicht. Aber es wär auf jeden Fall cool, mal die Jungs zu treffen. Aber wie gesagt, die sind halt in Amerika und so. Aber das sollte eigentlich keine Ausrede sein, weil der Ed von Ed's Retro Geekout, der ist auch dauernd in Amerika. Der kommt aus Belgien, ist dauernd irgendwie dort. Aber ich habe ja so Flugangst und so, ne? Deswegen. Aber die Jungs ganz klar, weil und ich bin auch, ne, die dümpeln da immer noch. Ich glaube mit 170.000-200.000 Abos rum und die machen das schon über 10, 15 Jahre oder so und denen ihre Folgen sind halt richtig, wie so richtige so kleine, ja, wie eine Fernsehsendung einfach, vom Schnitt her und es ist einfach ja, genau wie ich es mag und wie gesagt, schade, dass die nicht schon längst weiter mit oben sind und so. Okay. Genau, und dann natürlich ja, The Angry Video Game Nerd und so. Ja, mit dem hat's angefangen. Und aber ja, Game Chaser ist so absolut mein Favorite Lieblingskanal. Auf gar keinen Fall Jansl. Auf gar keinen Fall Raketen-Jansl. Auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. So, Kai Enderle. Von welchen alten Spielen aus eurer Kindheit wünscht ihr euch ein Remake? Neuer Teil. Kindheit. Boah. Bei mir ist es ein bisschen schwer, weil bei mir in der Kindheit habe ich nicht so viel gespielt. Da habe ich keinen Bezug. Also mit 12 habe ich das erste Mal Doom gespielt, aber da gibt's ja schon ein Remake. Ja, neue Teile und alles. Ja. Aber da kann ich nichts beantworten, weil ich nicht wirklich... Ich habe kein Mario gespielt, ich habe kein Pokémon gespielt. Ich bin da raus. Also bei der Frage... Ist für mich auch echt schwer zu beantworten, ehrlich gesagt. Also, was ich mir wünschen würde... weil ich gerade das Tony Hawk's Pro Skater 2 sehe, was für mich das allerbeste Tony Hawk ever ist. Und ich weiß, es gibt einen neuen Teil und ich habe den auch da für die Switch und so, einfach aus Nostalgiegründen. Aber ich spiele dennoch den zweiten Teil lieber, weil ich, ja klar, da ist auch die Moves und so over the top, ganz klar, ne, ist over the top alles. Aber die neueren Teile oder die Teile danach, ich weiß nicht, wo es ungefähr beim vierten oder Teil hat es so ungefähr angefangen und dann hat sich es auch so durch diese Abzweigungen etabliert. Man grindet und fährt voll schnell. So. Okay. Man ist so schnell. Und bei Pro Skater 1 und 2, da ist es genau richtig. Man ist nicht zu schnell unterwegs. Es wirkt von der Geschwindigkeit her realistisch einfach. Okay. Auch wenn, wie gesagt, ich weiß, es ist ein Over-the-Top-Game, ja, von den Tricks her, aber. Ne, ich weiß nicht, man grindet so um eine Kurve bei den neueren Teilen, oder man springt und ist sofort wieder unten und das ist okay. Der erste und zweite Teil, die sind mehr so floaty. So. Ist das mit dem Doppelkickflip und so? Die ersten Teile? Unter anderem ein Doppelkickflip, ja. Ja, deswegen over the top. Ja, nee, Doppelkickflip ist jetzt kein over the top Trick, das kann man schon in echt machen. Ah. Aber die Sprünge und teilweise Lines, die man da fährt, die würden in echt niemals funktionieren. Halt, ne? Das meine ich damit. Gut, Ketchup oder Mayo? Beides. Ketchup. Beides. Ketchup. Dino Smalovic, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Lieblingsfilm? Prinzessin Mononoke. Studio Ghibli, oder? Ist das? Genau. Studio Ghibli. Schwer. Oh. Favorite Movie ever. Das ist sau schwer, ey. Das sind einfach zu viele. Aber wenn ich eine Knarre am Kopf hätte. Goodfellas. Goodfellas. Ist auch gut, ja. Goodfellas. Weil in dem Film einfach für mich, das ist
meisterhaft in Sachen Pacing, ja. Der Film hat keine Längen, so, das Pacing ist einfach perfekt, so von Anfang bis Ende perfekt und... Aber nur der erste Teil wahrscheinlich. Es gibt keinen zweiten Teil, Goodfellas. Ah, das war... Es gibt Goodfellas, dann gibt es Casino, der auch definitiv mit da oben, der ist so ein geistiger Nachfolger, sage ich mal, also es sind die gleichen Charaktere, so Robert De Niro, Joe Pesci. Und der Pate? Pate, ja, 1 und 2, klar. Die sind auch mit da oben. Ja, Terminator 2, komm, fangen wir an. Herr der Ringe Trilogie, nicht der Hobbit, auf gar keinen Fall der Hobbit. Dark City. Ah. Oh. 7. 7? 7, was haben wir noch? Da, ich schaue jetzt gerade mal darüber. Last Samurai, mega geil. Tom Cruise. Gibt so viele geile Filme, aber. Goodfellas, kann ich mir immer reinziehen. Goodfellas. Lieblingsspiel? Bei mir aktuell Modern Warfare. Warfare? Genau. Entschuldigung? Ja, Modern Warfare. Cool, okay, warum? Weil es ist anscheinend wirklich ein Remake vom ursprünglichen Spiel. Und es gefällt mir jetzt einfach gerade, weil Pierce und so anders dargestellt wird und Soap. Das macht schon Spaß. Okay. Also das hat mich jetzt echt wirklich überrascht. Mhm. Also du spielst die Story, ne? Ich spiele gerade aktuell die Story, aber das hat mich echt überrascht, dieses Remake. Mhm. Also ist wirklich neu. Okay. Ist erstaunlich. Neu aufgelegt. Ja. Okay. Ich weiß es nicht mehr genau. Irgendjemand hat es das letzte Mal, also es gekauft, irgendjemand hat es berichtigt. Ich weiß nicht mehr, ob er Remake oder Remaster gesagt hat. Also wenn es remastered ist, ist es ja nur eigentlich Aufhellung der Grafik und so. Aber es ist wirklich ein Remake. Es ist... Okay. Es unterscheidet sich von der ursprünglichen Geschichte. Modern Warfare, was war das? 1. 1. Ja. Modern Warfare. Ja, okay, gut. Bei mir 2 favorite games ever. Okay. Muss ich so sagen. Skyrim, vor allem wegen der Mucke da drin. Der Soundtrack ist immer phänomenal. Noch? Phänomenal. Und Tears of the Kingdom. Zelda. Tears of the Kingdom. Und das sagt was. Ja, das sagt wirklich was. Das sagt was. Weil ich habe so viele Zelda-Teile begonnen in meinem Leben. Ich habe nie eins abgeschlossen. Bin immer mehr oder weniger weit gekommen. Aber Tears of the Kingdom habe ich durchgespielt. Und das war vor allem so, dass als ich es beendet habe, hatte ich dann so das Gefühl, dass mehr zu machen. Ich muss eigentlich mehr machen, sonst tue ich dem Spiel Unrecht und so, ne? Wie viele Spielstunden hast du drin? 130. Und das ist für mich... Weil 20 ist für mich normal viel bei einem Game. Okay. Ja. 20, aber ja. 130. Puh. Was mich aber auch dieses Jahr sehr überrascht, was ich gerade aktuell auch spiele und auch das durchspielen möchte, ist Hogwarts. Hogwarts? Mhm. Und wie ist das? Was war das? Da, wegen der Stütze. Was ist passiert? Na, wegen der Stütze, weil du hast es als Erhöhung des Stativs. Ah ja, das liegt da unten unter der Kamera als Erhöhung. Hogwarts Legacy, ja. Was hast du mich gefragt? Wie ist das? Es ist einfach so, ich würde sagen, für alle Harry Potter-Fans ist es ein Liebesbrief. Ja? Ja. Weil es ja so gehatet worden ist wegen diesen Rowling? Wie heißt es jetzt nochmal? Wegen der Autorin? Ja, genau, weil es ja so gehatet worden war, weil da Probleme gab wegen irgendwas. Aber ist das wirklich? Ich weiß nicht genau, ich verfolge das nicht. Irgendwelche LGBTQ-Aussagen oder so, aber ganz ehrlich, ich habe da keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Mich interessiert das auch alles nicht. Mich interessiert das Spiel. Ja, ist ja auch gut so. Und das Spiel ist sehr, sehr geil. Ja, und wie gesagt, detailverliebt. Und für jeden Harry Potter-Fan, meiner Meinung nach, ein absolutes Liebesbriefchen. So, das ist also, gut, ja. Mir macht's absolut, absolut Spaß. Also ich hätte nie gedacht, weil normalerweise, wenn es um Combat geht in Games, bin ich schon mal so, ich mag Schwerter und Äxte und... Aber da zauberst du ja, ne? Ja. Hab mir gesagt, okay, aber das funktioniert extrem gut. Okay. Und es ist auch echt so, du kannst es meistern, wenn du willst. So, wie ein richtiger Student, ein Schüler. Oh. So, du kannst das Spiel durchspielen mit einer 3 bis 4, kannst es aber auch mit einer 1 durchspielen sozusagen. Also, nicht, dass du da jetzt Noten bekommst, aber das ist so, weißt du, was ich meine? Ja. So, du kannst dich in allen Dingen da halt, wie in allen Spielen, aber vor allem da, ne, du kannst ein Meister des Angriffs werden oder Meister der Verteidigung? Meister der Verteidigung, Meister des Braun,
Ja, Getränke, Zaubertränke brauen und lauter so Zeug und mega geil. Also mir gefällt's gut. Und die Frage, was jetzt einstellt, welches Haus bist du? Gryffindor. Gryffindor. Ich glaube, sie haben, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, die haben mich in Hufflepuff gesteckt, aber du kannst dann sagen so, nee, ich will lieber in Gryffindor. So. Okay. ich glaube, die haben mich in Hufflepuff gesteckt. Die Muggel? War das nicht dieses Muggelhaus? Keine Ahnung, Hufflepuff. So, Lieblingssong? Boah. Sau schwer. Auch da wieder 1000 Stück. Alphaville, Sounds Like a Melody. Alphaville, Sounds Like a Melody, sagt mir gerade nichts. Eine Münchner Band. Aus München kam die ursprünglich. Also eine deutsche Band? Ja, die auf Englisch singen. Okay. Alphaville. Sounds Like a Melody. Sie haben auch Big in Japan gesungen oder Forever Young. Ah, Big in Japan. Genau. Ah, das ist eine deutsche Band? Ja, ja. Schau mal, das wusste ich gar nicht. Das Sven bringt mir hier noch was bei. Die kommen ursprünglich aus München. Ja. Die haben halt diese Song, die haben halt auch, wie gesagt, Big in Japan, Forever Young, wo sie halt wirklich durchgestartet sind. Mm. Und aber meins ist halt wirklich Sounds Like a Melody. Okay. Ja, cool. Also ich habe so viele, aber wenn jetzt jemand fragen würde, Michael Jackson, was ist dein favorite Michael Jackson Song, da wird, also ich sag da immer, Who Is It von Michael Jackson. Who is it? Is it a friend of mine? Who is it? Geiles Lied. Gut, dankeschön für deine Fragen. Achso, Lieblingsessen, Frage geht an beide. Achso, dachte, alle Fragen gehen an beide. Da stand jetzt kein Name. Ist ja wurscht. Lieblingsessen? Königsberger Klopse. Königsberger Klopse. Also von den wenigen Dingen, die ich kochen kann, esse ich auch immer gerne meine Spaghetti Gorgonzola. Ich habe die immer noch nicht gegessen. Echt? Ja. Okay, dann wird's Zeit. Ja. Daniel Del Basso. Welches ist der beste Handheld, der nicht von Nintendo stammt? Gut, da bin ich wieder raus, weil ich habe keine Handhelds. Ja, da würde ich würde sagen, also rein vom, ich würde fast sagen der Nomad, der Sega Nomad, weil der wirklich die Original Genesis Spiele nimmt und sie auf einem Handheld. Ist zwar ein Klopper, aber du spielst richtige Genesis Spiele unterwegs. Wow. Oh. Okay. Und das gab's so noch nie und davor nicht und danach nicht. Also nicht von den Herstellern direkt selbst. Ja, es gab von Hyperkinder diese Klonkonsole, wo du SNES Games reinstecken kannst. Aber das ist nicht direkt, also wenn es direkt von einem Hersteller sein soll, dann würde ich sagen der Nomad. Der Nomad, okay. Ja. So, was haben wir jetzt? Magst du Filme mit Gladiatoren? Also Gladiator und so ein Ja, aber ja, Gladiator ist definitiv ganz oben. Unangefochten an der 1. Sonst kenne ich keine. Ich weiß nicht. Ben Hur? Ben Hur ist noch einer, ja, aber da gibt es ja unzählige Filme. Aber den habe ich noch nie gesehen. Ich Ben auch noch Hur. Nicht. Ich habe nicht einmal das Original gesehen. Da gibt's ja unzählige Neuauflagen und Dinger. Keine Ahnung. Ich bin bei Troja mehrmals eingeschlafen damals, als der rauskam. Ich habe den noch nie zu Ende. Ich habe 2-3 Mal versucht, bin immer eingeschlafen bei Troja. Eine Frage noch an den Sven. Wer ist dein All-Time-Waifu? Prinzessin Mononoke. Okay. Waifu? Was bedeutet das Wort? Ich dachte immer, Waifu ist auf diese halbnackten Anime-Charakteren. Ja, ist ja auch darauf bezogen, aber wenn man jetzt explizit fragt, ist es immer noch Mononoke. Okay. Prinzessin Mononoke. Mononoke. Ja, aber auch Mononoke stimmt schon, das war doch Spaß. Der Vierrad fragt, wie findet ihr die One Piece-Serie auf Netflix? Habe ich noch nicht gesehen. Ich schaue sie jetzt gerade aktuell. Sie ist gut gemacht. Mhm. Also das ist wirklich Fanservice schlechthin. Mhm, ja. Natürlich gibt es da ein bisschen Unreimheiten und halt ein bisschen, wie sie es halt dargestellt haben, aber sonst super. Ich kann es mir nur wieder nicht vorstellen, weil One Piece hat ja tausende Folgen oder was und das in so ein paar Staffeln abzuwickeln. Das ist für mich auch ein bisschen unglaubwürdig, aber das, was jetzt... Ist schwierig wahrscheinlich. Ja, aber das, was jetzt gerade ist ja der Anfang von One Piece. Also die erzählen ja von Anfang an wieder, wo ja Ruffy das erste Mal
Luffy, Entschuldigung. Luffy? Weiß, Ruffy heißt, also nicht Ruffy. Ja, eigentlich heißt er, bei uns heißt er Ruffy, aber jetzt, seit neuestem heißt es auch Luffy. Wegen japanischen Übernahme und alles. Okay. Versuchen sie ja von Anfang an wieder zu erzählen und das ist echt gut gemacht, ja. Okay. Ich habe ja damals wöchentlich, als es rauskam damals auf RTL 2 war das, glaube ich, Erstausstrahlung in Deutschland. Ja. Und dann kam es damals auf Tele 5 oder so, aber auf RTL 2 wöchentlich mir, ich weiß nicht, wie viele Folgen es waren, aber es waren bestimmt die ersten, mindestens die ersten 100 Folgen, jedes Wochenende oder wann, da bei meinem Kumpel geschaut, beim Spiz. Und ich fand's geil. Wir hatten sogar eine Street-Hockey-Mannschaft und wir haben eigene Shirts, weiße Shirts und haben Team Rocket draufgeschrieben. Das ist immer noch Pokémon, aber okay. Echt? Ja, Team Rocket ist Pokémon, aber okay. Nee, dann haben wir nur Rockets draufgeschrieben. Okay. Okay, das war... Ich bin blöd. Ist in Ordnung. Okay. Der Michel, was wäre für dich das perfekte Racing-Game, wenn du es programmieren würdest? Das perfekte Racing-Game? Auf was bezieht das sich genau? Ich weiß, dass der Michel, der mag Rally-Games. Ah. Also ich sage immer so, was bei... Ich sage jetzt mal bei Motocross-Games, ja? Was mir bis heute fehlt, ist ein Motocross-Game, wo in der Third-Person-Ansicht sich echt anfühlt, ja? Es ist mir immer zu... Da fehlt mir immer das Gewicht und die Bewegung, wie der Fahrer auf dem Motorrad sitzt. Das ist nie, das stimmt nie und so. Ich bin ja selber gefahren früher und es stimmt einfach. Das sieht nicht richtig aus. So, es gibt das ein oder andere Game hier, MXGP zum Beispiel oder auch die Monster Energy Supercross Games. Wenn du in die Ego-Perspektive gehst, was ich allen immer empfehle, weil das einfach so viel geiler ist. Das sieht geil aus. Das ist echt gut gemacht so, aber... Ja, und bei Autorennen auch, wenn es wirklich Simulation ist, dann ist für mich immer extrem wichtig, dass man das Gewicht des Fahrzeugs spürt. Kann man das darstellen? Kann man, definitiv. Aber ansonsten habe ich keine großen Ansprüche, weil so oft spiele ich ehrlich gesagt jetzt auch keine Racing Games halt, ne? Alexander Brose. Achso, das wollte man überspringen, weil da geht es um Beruf. Ja. Privat. Jupp. Aber danke für deine Frage. Dankeschön. Die Nadine Wachda, ein sehr treuer Zuschauer und seit ewig treu, so vielen, vielen Dank. Wie viele Spiele hat Sven bis jetzt ganz durchgezockt? Boah. In etwa. In etwa. Sei es 50, 60 so rum. Und so im Schnitt, wie lange brauchst du dann für ein Game? Boah, 10, 20 Stunden. Bist du jemand, der auch mal... sagt, ich mach mal 100 Stunden oder so. Ja, ich will schon schauen, dass ich weiterkomme. Also mein nächstes Spiel. Nein, mein längstes Spiel, auch das, was ich auch durchgespielt habe, sind 216 Stunden. Was war das? Zombie Army. Zombie Army. Und das zum Großteil auch mit meinem Papa. Krass. Grüße übrigens an deinen Papa. Grüße. So, Dankeschön, Nadine. Der Andy Rust. Ree, was sind für dich deine Lieblingsrapper von früher, die dich auch selbst inspiriert haben, Musik zu machen? Wu-Tang. Ganz klar. Mobb Deep, DMX, Busta Rhymes. Im Deutsche Lande, die ersten beiden Alben von Kreuzfeld und Jakob haben mir sehr gut gefallen. Die alten Sachen von Savage, also die MOR-Sachen, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Azad, ne, das erste Album. Ein-Mann-Armee ist eins meiner absoluten ever-favorite deutschsprachigen Hip-Hop-Liedern. Ein-Mann-Armee von Azad. Ja. Und Sido? Ist okay. Agro Berlin? Ja, war nicht mehr so meins, weil da wurde es mir dann zu aggressiv. Ah, so. Okay. Und da fand ich die Message dann immer ein bisschen dahinter immer, ne? Also ich weiß, ich höre mich jetzt so an wie so ein 40-jähriger Vater. So, nein, ich will nicht, dass meine Kinder das hören, weil das ist ein schlechter Einfluss. Und ist so, weil ja, junge Leute, die sind halt... Aggressiv. Nicht aggressiv, aber sie sind... Ich sag immer dazu rebellisch. Ja, und nachahmend halt. Die sehen was und, oh ja, das ist es so. Mhm. Also als das rauskam, war ich in meinen 20ern, ja, und ich konnte mich aber schon davon distanzieren, so, weil ich... Oh, okay. Ich den Hip-Hop mag mit Message, der auch was bringt. Mhm. So, der dich weiterbringt im Leben vielleicht, der dich zum Nachdenken bringt und
ne, weißt was ich meine, und nicht so auffordert, dem anderen seine Mutter zu und so Bänge. Weiter. So, ne? Ja, weißt du, was ich meine? Ja. Okay. Marc, grüß dich. Grüß dich. Frage an Sven, was ist ein Spiel, das du gerne noch hättest, aber bis heute nicht gekauft hast? Gibt's keins. Ich habe bis jetzt alle Spiele, die ich und wollte. Und aktuelles? Nix, was du Nein, noch nicht gekauft hast, das du gerne hättest? Nö. Das sagt er jetzt nur, weil er... Ja. Nein, ich habe wirklich kein aktuelles Spiel, was ich haben möchte, weil ich habe jetzt... Nö, eigentlich nicht, nein. Und du? Ist alles auf meiner Amazon-Wishlist. Show 3? Die ist nicht öffentlich. Scheiße. Frage an mich, welches Spiel würdest du gerne komplett vergessen, um es nochmal erleben zu können? Eigentlich ganz klar, die erste, also die Frage ist, die Antwort ist ganz klar Skyrim, ne? Ganz klar. Aber was ich gerne wieder vergessen und anfangen würde, wären so die ersten PlayStation 1 Spiele, die wir damals gezockt haben. Resident Evil 2, hier, nicht Mortal Kombat, Street Fighter? Tekken 1 und 2, ne? Okay. Silent Hill. So Dinger. Das war nämlich krass damals. Und der Sprung von PlayStation 1 zu 2, der grafische Sprung vor allem, der war auch damals. Ne? Ja, ich hab's ja gesehen. Das war nice. Und du? Nichts. Okay. Nein, okay. Außer Metro. Daran hat sich immer noch nichts geändert. Außer Metro. Gut, das waren die Facebook-Fragen. Dann kommen wir weiter. Der Raketenjansel fragt, wie bekommen mehr Jungfrauen Kinder? Gar nicht, du Idiot. Natürlich. Deswegen sind sie Jungfrauen. Sie werden wie Orks nicht aus dem Schlamm, aber aus dem Meeressand rausgezüchtet. Achso, ich dachte, die ziehen einfach ihren Ding runter und so? Die Beine. Hey, dann war Ariel immer eine Lüge. Natürlich. Wenn es so einfach ist. Natürlich. Sie ziehen es einfach aus und schon haben sie es. Ah, okay. Gut, der Sven weiß wieder mehr als ich. Perfekt. sorry für den Idiot, Jansel. Ich bin ein bisschen angeschwipst schon von einem Gläschen hier. Aber, ja, ja, ja. Aber nee, doch nicht, sorry. der Cedric, warum laufen Nasen und warum riechen Füße? Ich kenne, laufende Nasen kenne ich aber auch, als ich damals ein Jahr Maler und Lackierer angefangen habe zu lernen. Wenn dann die Farbe runterläuft, dann haben die auch immer gesagt, die Nasen, mach die Nasen weg. Okay, und ich kenne es halt einfach nur, weil die Nase läuft und die Füße riechen. Ja, aber was riechen sie denn? Wie können sie denn riechen? Ich glaube, das will er wissen. Puh. Das wird für immer ein Mysterium bleiben. Es tut mir leid. Ja. Aber danke für die Frage. Moody. Schon mal TCGs à la Magic the Gathering gezockt oder Digital Gaming Only? Nein. Also Kartenspiele meint er wohl? Kartenspiele, ja, außer Yu-Gi-Oh! Und Yu-Gi-Oh! Sonst nichts. Du? Yu-Gi-Oh! Ja. Ich, nee, noch nie. Das. Auch kein Yu-Gi-Oh? Das ist mir. Das. Nee, kartenbasierte Games. Ist wie rundenbasierte Spiele für mich so. Das ist. Nein, man wartet, bis du dran bist und dann legst du eine Karte. Also hast du nicht einmal Yu-Gi-Oh gespielt? Nein, oh, Mann. Never. 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 Kein Never. Weißer Drache ausgespielt. Never. Never. Oder schwarze Magier. Nein. Der Chris, würdest du dir aus irgendeinem Grund eine Glatze schneiden? Aus welchem Grund? Aus irgendeinem? Nö. Nö. Ich hatte 17 Jahre eine Glatze. Oh. Also, okay. Also ab dem, glaub, 16., 17. Lebensjahr, so fing es langsam bei mir an, als ich angefangen habe mit Mucke und zu rappen und so, ne? Da kannst du ja nicht mit langen Haaren kommen und so. Und dann habe ich 17 Jahre, bis ich dann aufgehört habe mit Mucke und mein Gaming-Channel angefangen habe, da habe ich dann quasi mir die Haare wieder wachsen lassen. Oh, okay. Ja, also bei mir gab es nur Kurzhaarschnitt bis jetzt und meine langen Haare. Ja. Aber noch nie eine Glatze. Gut.
Xnorm Xelsior. Alter, Leute, ey. So ich meinen besseren Namen gemacht. Das macht's mir doch nicht so schwer. Welches Spiel, das du verkauft hast, bereust du jetzt am meisten? Hatten wir das nicht vorhin schon so ähnlich? Nein. Wieso? Nein? Nein, aber... Nee, hatten wir nicht. Nein, aber, hatten wir nicht. Das hatten wir aber, diese Frage hatten wir das letzte Mal. Ja, hatten wir. Und da habe ich gesagt, ich habe mal nicht verkauft, aber getauscht habe ich ein loses Hammer and Harry für den NES. Und bekommen habe ich einen verranzten Game Boy Advance 101. Ja? Mm. Und das habe ich immer so ein bisschen bereut, weil ein 101 findest du wie Sand am Meer eigentlich und das Hammer and Harry eben nicht. Aber ich habe mittlerweile Hammer and Harry wieder in the Box im Regal stehen. Irgendwo da hinten. Ich bin mir nicht sicher, ob die... Ich weiß nicht, ob die Dings drin ist. Die Anleitung. Aber... Oder habe ich die Box? Bin ich jetzt... Oder erzähle ich gerade Müll? Oje. Nein, da hinten steht's. Ja, da hinten steht's. Hammer and Harry ist bei den Highlights sogar. Steht's da hinten. Wie gesagt, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher wegen der Anleitung, aber da hinten steht's auf jeden Fall. Und jetzt ist wieder diese Lücke ist wieder gefüllt. Ja, glaube ich dir. Glaube ich dir. So, weiter geht's mit... Mario Makai. Welche Konsolen hast du aktuell und was möchtest du in Zukunft unbedingt in deiner Sammlung haben? Ich habe aktuell jetzt die PS4 ja zu Hause. Und was ich aktuell in meiner Sammlung haben möchte, ich bin eigentlich hundertschussglücklich aktuell. Also, ich habe alles, was ich bräuchte. Nicht mal so ein Handheld vielleicht? Oder so? Na, bist kein Handheld-Gamer, ne? Nein, so? Überhaupt nicht. Ich komme damit nicht klar. Ich kann das nicht, sei es jetzt im Zug, kann ich nicht einfach abschalten und zocken. Das geht bei mir nicht. Okay. Da lese ich lieber Bücher, ganz klassisch. Einfach Bücher. Ich und bei nicht. Ihr? Keine Bücher. Aktuell, also welche Konsolen habe ich aktuell? So ziemlich alles, was man braucht, sage ich mal auf jeden Fall. Aber was ich aktuell, woran ich dran bin, ich habe ja meine PS4 hier an der Seite ausgetauscht für meine Xbox Classic, weil ich die Classic wieder mehr beleben möchte. Hier ist eine geile Konsole und ganz klar. Und da habe ich mir einmal dieses günstige Kabel hier gekauft. Das hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Das ist ein Xbox Classic In zu HDMI Out. Oh, okay. Und dann habe ich aber gleich gedacht, es kam dann an und ich so, im gleichen Moment, ich so, warte mal, da gibt's doch ein gescheites. Das hat der Metal Jesus mal vorgestellt und zwar das HD-Link-Cable von Pound. Und was die machen, sind halt irgendwie... Manche Games sind irgendwie 27p oder 1080i fähig oder 480p oder wie auch immer. Und das ist auf jeden Fall höher, als was man mit den normalen Kabeln halt bekommt. Mhm. So auf einem neueren Bildschirm. Und das hier soll das 9 Plus Ultra sein. Wobei der Andi von Spielewelt hat mir gesagt, da wären die Schwarzwerte irgendwie auch total eklig. Und wie auch immer. Ich kann es noch nicht richtig testen, weil ich nicht wusste, dass wenn man eine PAL-Konsole hat, dass das dann nicht funktioniert. Also das Kabel funktioniert, aber okay. Ich habe keine Auswahl zu 480, 27 oder 1080p oder okay. I. Sprich, ich brauche einen Softmod, der das wieder zulässt. Also der Dr. Jan Lampata ist jetzt gerade dran, okay. Mir eine zu machen. Und was natürlich geil wäre, es wird zwar nicht passieren, aber was geil wäre, wäre die Crystal Xbox Classic. Die okay. Durchsichtige. Die Durchsichtige. Die das dann drauf hätte. Also einfach optisch wäre das halt geil. Ich hatte sie mal, hab sie verkauft und ja. Das bereue ich auch wieder ein bisschen. Aber ich bin schon mal froh, wenn der Dr. Jan Lampata da für mich was zusammenbastelt. Der schafft es schon. Das schafft er schon. Gut. Alina M. Ree, würdest du wegen einer Game Room Erweiterung umziehen oder eher die Sammlung verkleinern? Also, wenn ich wüsste, ich könnte umziehen und dafür einen größeren Raum kriegen, und es müsste aber halt, das dürfte jetzt nicht teurer sein, als was wir, die Wohnung, die wir jetzt haben, dann, ja. Ja, why not? Ja, klar. Okay. Meine Freundin ist eh so ein bisschen dran gerade,
ein Haus zu suchen. Zur Miete mit einem Garten für den Lenny. Oh, schön. Das hat sie so gesagt, dass der Lenny einen Garten hat. Ja. Ich meine, wir leben hier schon recht außerhalb und man geht hier raus und ist in 2 Minuten auf der Wiese und am Wald. Aber ein Garten wäre natürlich noch geiler, ne? Wo er sich austoben kann. Wo er sich austoben kann. Ja. Und sie fragt noch, Sven, wie cool ist es mit Steven nun so eng befreundet und on Tour zu sein? Also ganz einfach ausgesagt, cool. Cool, gut. Passt. Passt? Also nachdem du ihn damals im Müller angesprochen hattest, hättest du jemals gedacht, dass es so weit kommt? Ich habe ihn nicht angesprochen, es ist immer noch mein Papa gewesen. Es war nicht ich, das war mein Papa. Wie gesagt, das habe ich alles meinem Papa zu verdanken und dafür bin ich auch echt dankbar. Ich weiß noch nicht für was, aber okay. Das ist einfach cool. Ich lerne Kameraführung. Es ist einfach verdammt interessant, okay, wie man die Kamera führt und wie man sie bedient und so. Ich bin auch froh, dass er dabei ist und es macht und so. Das bringt so viel Mehrwert zu so einem Channel, wenn du jemand hast, der Bock hat, hinter der Kamera zu sein und ja, und überhaupt Bock hat. Ja, immer. Korrekt. Chris Abo-Herrens. Okay, die Frage habe ich jetzt nicht verstanden. Oder sie geht vielleicht an dich. Okay. Wenn Rhee eine Frau wäre, würdest du... Nein, warum? Okay. Aber er wäre eine schöne Frau. Boah. Danke. Gerne doch. Ja. Und ich glaube, das war's. Mehr Fragen gibt's nicht. Oh. Krass, ich hätte jetzt gedacht, wir brauchen locker eine Stunde für alles. Ja. Dachte ich auch. Ja, dann würde ich sagen, das war's für heute. Und wie gesagt, wenn ihr... fürs nächste Mal, wie gesagt, schon 4 bis 6 Wochen sowas, machen wir das dann nochmal. Gerne. Wenn ihr Fragen habt, muss nicht Gaming bezogen sein, gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, Sven, Dankeschön fürs Kommen. Immer doch. Vielen, vielen Dank, dass ich kommen darf. Natürlich. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Stay safe, passt auf euch auf. Euer Rhee und der Sven. Ciao, ciao.